Grundsatzprinzip 252 Absatz 1 Nummer 4, das Vorsichtsprinzip. Am besten, Sie markieren sich das oder markern sich das oder machen sich irgendwie eine Bezeichnung hier. Das ist zentral. 252 Absatz 1 Nummer 4, Vorsichtsprinzip. Und das Vorsichtsprinzip begegnet uns in zwei Ausprägungen. Realisationsprinzip. Und Imparitätsprinzip. Realisationsprinzip und Imparitätsprinzip. Und wir können sagen, dass wir jetzt bei einem zentralen Bewertungsprinzip des deutschen Bilanzrechts sind, das da heißt Vorsicht, Vorsicht über alles. Ja? Vorsichtsprinzip sieht man im deutschen Bilanzrecht als ein, vermutlich das zentrale Prinzip an. Warum ist das so? Nun, das hat historische Gründe. Wir hatten mal eine volkswirtschaftliche Krise. Und diese volkswirtschaftliche Krise führte in der Analyse zu dem Schluss, dass Banken Kredite vergeben hatten, die sie nicht hätten vergeben dürfen. Warum haben sie die Kredite vergeben? Weil die Unternehmen denen Bilanzen vorgelegt hatten, die mehr oder weniger abenteuerlich waren. Und dann hat man gesagt, so, das geht so nicht weiter. Ja, früher war das HGB sehr einfach. Da stand im Prinzip, ich vereinfache jetzt, ja, stand da ein Satz. Die Bilanz ist das, was der ordentliche Kaufmann sagt, dass sie sei. Ja, noch einmal. Eine Bilanz ist das, was der ordentliche Kaufmann sagt, dass sie sei. Ja, man ging von der Rechtsfigur aus des ordentlichen Kaufmanns. Das war ein Stand. Ja, Sie sehen, erstes Buch HGB, Handelsstand. Man war Kaufmann und dann man hielt auf sich und man arbeitete mit der Figur des ordentlichen Kaufmanns. Ja, der wird das schon anständig machen. Wir als Staatchen sind ja gar nicht kompetent. Der ordentliche Kaufmann, der wird schon den anderen nicht betrügen. Ja, und dann hat man irgendwann mal festgestellt, dass diese Prämisse vielleicht doch nicht so funktioniert hat. Dass der ordentliche Kaufmann vielleicht doch nicht so existiert. Oder, wenn er denn existiert, durchaus auch dunkle Seiten hat. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, man kam zum Ergebnis, dieses HGB in der einfachen Form, Bilanzierung ist all das, was der ordentliche Kaufmann sagt, das in Ordnung ist, ist in Ordnung, dass das nicht mehr funktioniert. Da wird das HGB immer dicker und der Gesetzgeber, der früher dem ordentlichen Kaufmann getraut hatte, wurde jetzt misstrauisch gegenüber dem ordentlichen Kaufmann. Und die Geschädigten waren die Banken. Den Banken hatte man Bilanzen vorgelegt, die abenteuerlich waren. Und da ist entstanden das zentrale Prinzip des deutschen Bilanzrechts, das Vorsichtsprinzip, das seine Ausprägung dann findet und viele andere Begriffe hat, die im Grunde das Gleiche sagen, nämlich Gläubigerschutz. Ja, Vorsichtsprinzip und Gläubigerschutz. Gläubiger sind die Banken. Ja, das deutsche Handelsrecht ist ein Bankenschutzrecht. Ja, zentrales Prinzip. Während das angelsächsische Bilanzrecht ein Recht ist, das den Shareholder Value schaffen soll, Wert für den Aktionär, ist unser Bilanzrecht ein Bilanzrecht, das fußt auf dem Prinzip des Gläubigerschutzes und damit dem Vorsichtsprinzip. Ja, ganz zentraler Unterschied. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.